Martialische Posen von Gangster-Rapper Khatar. Als krimineller, kompromissloser Ghetto-Star inszeniert er sich am liebsten. Das kommt an bei Kindern und Jugendlichen. Gehen die alle auf YouTube und klicken den an und jetzt laufen alle mit seinen Liedern auf dem Handy herum. Millionenfach wurden Khatars Clips aus dem Internet heruntergeladen. Ihr Inhalt: Macho-Kult, Gangster-Propaganda und die Gewalt der Straße. Der Rap davon, was die meisten hier durchmachen mussten und auch durchgemacht haben, also noch durchmachen. Khatar, der hier am Bonner Stadtrand groß geworden ist, gilt für die Polizei seit kurzem auch real als Schwerverbrecher. Im Frühjahr 2010 suchen Zielfahnder weltweit nach ihm. Er soll einen Goldtransporter überfallen haben. Die Beute 1,8 Millionen Euro. Was mit dem Transporter? 1,8 Millionen, das hat jetzt alles getoppt. Er ist jetzt Staatsfeind Nummer 1 für mich. In dieser tristen Seitenstraße hat Khatar gelebt. Von hier aus startete er sein Leben als Gangster-Rap-Berühmtheit. Manch einer hatte ihm irgendwelche Nebengeschäfte zugetraut, aber ein Millionenraub? Keine Ahnung. Hier oben, Bruder Werk, wo genau, weiß man nicht. Okay. Und wie sehen Sie das, dass er jetzt so auf der Flucht ist und dass er 1,8 Millionen geraubt haben soll? Das ist natürlich krass. Also ich war selber auch geschockt, als ich das gehört habe. Ja? Ja, klar. Hätten Sie nicht für möglich gehalten? In dem Ausmaß nicht, ne? Mhm. Ja. Deswegen, aber ich muss jetzt auch wieder weiter. Okay, tschüss. Am Hauptplatz des Stadtteils, Treffpunkt der Fans von Khatar am Brüserberg. Gerade erst haben sie von dem Überfall und von Khatars Flucht gehört. Jeder, der hier auf dem Brüserberg wohnt, denke ich, der ist auf seiner Seite. Der ist ja hier groß geworden und der hat auch vielen anderen Leute hier geholfen. Deswegen denke ich ja schon, dass sie den Daumen drücken. Ja klar. Ja? Ja klar. Warum? Warum? Also viele denken, dass er ein Verbrecher ist, aber der hat auch andere Seiten. Einige Wochen später, die gleichen Jugendlichen auf dem Hauptplatz. Ihr Star ist immer noch nicht gefasst. Das Viertel war jahrelang nicht nur die Heimat von Khatar, sondern auch der sogenannten Brüserberg-Assis, Bonns schlimmster Schlägergang, die hier unter Führung von Khatar und Co. das Klima wesentlich prägte. Geschäftsleute leiden darunter und klagen. Das meiste war natürlich jetzt mehr das Zerstören. Ja, war aber wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass hier was passiert ist. Hier ist passiert sowas sehr viel. Also die Leute fangen hier an, gehen darüber und dann geht es wieder von vorne los. Wie? Ne? Mit dem Einbrechen. Das geht der Einbruch geht hier rein von Geschäft zu Geschäft? Jawohl. Auch einen Pistolenüberfall gab es hier vor kurzem. Ich habe hier alles weggeräumt. Ja. Und dann kamen zwei Jungs, sage ich jetzt mal. Einer ist draußen geblieben, einer drin, hat mir die Pistole hier und hat gesagt, Kasse auf. Da sind wir hinter die Theke. Und da hat mir die Pistole so wehgetan, da habe ich den weggeschubst. Ne? Und irgendwo kam vielleicht jemand und dann sind die weggelaufen. In Chicago am Brüserberg. Sein Chicago? Aha. Ich meine mit dem Benehmen hier. Ja, ist das so schlimm geworden? Ja. Also ist nicht besser geworden in den letzten Jahren? Gerade umgekehrt. Mhm. Lässt sich das irgendwie stoppen? Kann man da nicht was machen mit Polizei oder... Früher haben wir da Polizei gehabt, war da eine Wache hier im Haus Nummer 9. Dann haben sie das wieder abgeschafft. Jetzt ist da überhaupt nichts. Also mindestens 20.000 Einwohner, was schätze ich. Weniger nicht. Aber Polizei sieht man selten hier. Der Hauptplatz am Nachmittag. Einige wollen hier nur die Zeit totschlagen und Leute provozieren. Andere verschieben kleine oder große Mengen Drogen und demonstrieren Unterweltpower. Die bürgerlichen Anwohner sind verzweifelt. Einige versuchen, die Probleme zu ignorieren. Andere leben in Angst. Wer hat denn hier wirklich Einfluss in diesem Viertel? Also wer bestimmt denn hier darüber, dass man nicht offen sprechen kann? Auch Sie wollen ja jetzt verdeckt bleiben. Ja. Das sind hauptsächlich die Jugendlichen. Also die... Ob es jetzt egal, die Kräftigeren, also die Stärkeren halt, ne, die im lautesten sind, die haben mir das Sagen. Gibt es denn keine Erwachsenen, die sich dann dagegen stellen? Nee, oder? Da hat man keine Chance. Wir kennen die Leute ja hier oben. Ich würde dann namentlich
als nächstes eine Anzeige machen, der und der und der, und ich werde jetzt bedroht. Also ich finde, wir sollten den Mund aufmachen. Ja, da hinten ist zum Beispiel, sind so Leute, die da hinten stehen, sind ja, die ja, so, und die haben ja das Sagen. Ja, das ist ein Teil davon, ja. Mhm. Ne? Und ich finde es genau verkehrt. Gut, jetzt haben wir hier oben sehr viele Senioren, besonders die Seite hier. Und logisch, dass die sich nicht trauen, aber ich habe schon in schlimmeren Ghettos gewohnt und es nimmt halt überall die Form an, dass der eigentliche Bürger, der hier hingehört, sich nicht mehr traut. Und das finde ich verkehrt, ne? Das finde ich voll verkehrt. Am Hauptplatz des Stadtteils will eine Jugendklique uns mit erwachsenen Freunden des flüchtigen Khatar bekannt machen. Sie glauben, die Männer drüben hätten gewiss nichts gegen Medien einzuwenden. Schließlich habe Khatar doch selbst jede Möglichkeit zum Medienauftritt genutzt. Aber es kommt anders als erwartet. Die wollen das nicht. Die wollen nicht mit uns reden. Was meinst du, warum nicht? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, die haben so direkt so, ja, wir kennen den nicht und alles. Ich meine, die wollen dann so was daheim halten einfach. Während auf den Handys der Kinder wieder mal Khatar-Musik läuft, kommt einer der Männer auf uns zu. Wir sollen gefälligst woanders drehen. Entschuldigung, was soll das? Wir drehen über Khatar. Warum über Khatar? Ja, der hat doch hier gewohnt, oder nicht? Ja, okay, aber Sie können doch die Kamera nicht die ganze dahin zeigen. Wir treffen doch hier auf den Jungs. Dann stellt euch da hin. Ja, okay. Auch die Jugendlichen-Clique ist eingeschüchtert. Sie hatten wohl vergessen, wer hier die Regeln macht. Die Jungs haben aber viel zu sagen, ne? Die wollen sich nicht anschauen. Bitte? Was hat er gesagt? Ihr redet nicht, ne? Nein, die haben nichts getan. Die wollen nur nicht gefilmt werden. Ach so. Wir folgen den Jungs noch ein paar Schritte und treffen den irakischen Vater eines Jungen. Auch er ist besorgt über den Einfluss bestimmter Männer auf der Straße. Polizei und Behörden hätten versagt. Macht die Polizei zu wenig? Ich meine, ja, die Gesetz ist schuld. Ja? So lasch. Von hier, ja. Polizei sind, ja, wissen und gucken. Mhm. Aber passiert gar nichts. Und was ist hier? Gibt es auch ein Jugendzentrum und so? Die könnten ja auch. Gibt Jugendzentrum. Die könnten ja auch was machen, oder nicht? Und die Schulen. Es gibt Jugendzentrum, normale Jugendzentrum zum, also Kinder, zum bisschen Kinder lernen, bisschen Kinder, Erwachsenen und sowas. Aber ich meine, ich überhaupt lasse ich nicht mein Kind dahin gehen. Nee? Ich habe viel zu viel Angst, also zu meinen Kindern hingehen. Das ist wirklich. Jugendzentrum hat keinen Beruf. Jugendgefährlich, Kriminelle sehr viel. Wer ist Problem? Der Vater meint, dass dann die Straße für die Kinder immer noch besser sei als das Jugendzentrum um die Ecke. Wir wollen das nicht glauben und bemühen uns dort um eine Drehgenehmigung. Khatar soll schon als Kind hierher gekommen sein. Doch wir erhalten keine Erlaubnis zu drehen. Ein neuer Träger hat gerade erst mit der Arbeit begonnen. Und das aufsichtsführende Jugendamt lehnt Stellungnahmen zu Khatar vor der Kamera ab. Von ehemaligen Sozialarbeitern der Einrichtung erfahren wir, dass Khatars Einfluss hier immer größer geworden sei. Mit dicken Autos sei er vorgefahren, habe Autogrammstunden gegeben und die Jugendlichen des Stadtteils sogar in seinen Videos mitspielen lassen. In einer Art stiller Partnerschaft mit Khatar wurde vermutlich übersehen, dass seine Texte gerade bei pubertierenden Jungs ganz bestimmte Vorstellungen vom Mannsein und Sexualität wecken. Es ist Ende April und noch immer ist Khatar nicht gefasst. Gerüchte gehen um. Er sei mit seinem besten Kumpel Sami in Russland. Für die Jugendlichen war Khatar wie ein Freund. Ja, wir haben ihn oft hier gesehen. Oft hier gesehen heißt aber nicht, dass man ihn gut kennt. Also doch, wir haben ihn auch so öfters angesprochen. Autogramm und alles so. Ja? Ja, und die haben eigentlich meistens nicht beantwortet und alles. Ich habe auch sein Album. Ja. Sein Album, hast du gekauft? Ja, aber... Oder runtergeladen so? Nein, das ist schon lange, jetzt habe ich schon gekauft. Mhm. Schon und was ist denn so wirklich so toll an ihm? Ja, seine Lieder. Seine Lieder, so. Widerspricht. Widerspricht und alles so. Seine Freunde und alles, was er erreicht hat hier. So. Ja, ich meine, er redet ja über Frauen, so ist auch nicht so freundlich. Und seine Herkunft. Ja? Ja. Das ist wichtig. Ja, schön, schön. Der ist ja persischer Kurde, ne? Ja, ich bin auch ein Kurde. Ja? Ja. Seid ihr alles Kurden? Ja, wie meinst du? Okay. Khatar ist nicht nur der Held.
Er hat auch die Politik für seine PR benutzt und den Konflikt der Kurden in seiner Heimat. Bei einem illegalen Untergrundkonzert vor ein paar Jahren tritt der Gangster-Rapper mit anderen kurdischen Rappern auf. Das Wort Khatar bedeutet in der kurdischen Sprache Gefahr. Von Anfang an versucht Khatar, besonders gewaltbereite und zornige junge Männer von der Straße zu gewinnen. Selbstbewusst tritt er als ihr Sprecher auf. Gerne spielt er dann das Unschuldslamm, das keine Verantwortung übernehmen muss. Aber wenn er nicht hier wäre, hätten wir den ganzen Auflauf hier nicht. Das ist ja nicht so. Wir sind hier alle, ein paar Leute von uns machen Musik und das sind unsere Jungs hier. Egal wo wir hingehen, die sind mit uns. Das sind unsere Brüder. Extreme Brutalität, gangstertypische Macho-Posen, all das gehört von Anfang an zu Khatars Rezept. Verbreitet über Internetvideos, die er zum Teil für viel Geld produzieren lässt. Wer Gangster-Rap macht, muss auch die Nähe zum organisierten Verbrechen, zu Drogenhandel und Zuhälterei demonstrieren. Das ist das Prinzip aller Gangster-Rapper, auch das von Khatar. Diese paar Autos, die hier stehen, die über 1 Million wert sind, die gehören mir, Sami und noch 2 Freunde von uns, mehr nicht. Statussymbole sind wichtig. Und Macht über andere, vor allem über Frauen. Die Videos von Khatar bedienen alle Vorurteile. Am besten man verkauft Frauen wie Sklavinnen. Das ist die Botschaft. Nutten, du weißt ganz genau, heute wirst du für 10 Mille verkauft. Am Rande des Brüserbergs trifft sich unter einer Autobahnbrücke eine Mädchenklicke. Sie ist die ehemalige Tanzgruppe des Jugendzentrums. Mit der neuen Leitung haben sie Krach, deshalb üben sie hier. Trotz der frauenfeindlichen Texte finden sie Khatar gut. Er hat uns die Anzüge gegeben, der hat uns auch immer unterstützt, der hat uns auch immer, wenn wir irgendwelche Probleme hatten, der meinte auch, gibt niemals auf, ihr könnt das, ihr seid gute Tänzer und so. Und der hat uns auch immer unterstützt und deswegen finden wir auch falsch, dass die Leute so schlecht über den reden. Mhm. Der hat für uns gekämpft. Ja? Der war einer der Einzigen, der an uns geglaubt hat. Aber seine Texte sind doch nicht unbedingt frauenfreundlich. Ja, aber... Es gibt so viele Texte, die nicht frauenfeindlich sind, die schwulenfeindlich sind, die über die Politiker reden und sonst was. Das ist das Showbusiness, oder nicht? Ja. Das ist einfach so. Leute wollen das Showbusiness. Leute wollen provozierende Sachen sehen, so ist das. Nur ein paar Schritte weiter hängen Emra und seine jungen Clique ab. Emra ist albanischer Herkunft. Aber auch er und seine Freunde bewundern Khatar. Emre, du sagst ja, ich muss eigentlich ein richtiger Mann sein. Und würdest du denn sagen, das ist auch ein Bild, was für dich auch so gelten würde? Für mich ist es auch so, dass du das vielleicht jetzt nichts gegen euch, vielleicht ist es nicht so bei den Deutschen, aber bei den meisten Muslimen und Ausländern ist es so, dass die Frau etwas mehr unten ist als der Mann. Ja. Weil der Mann muss sich ja um alles kümmern. Um die Kinder, also jetzt alles nach Hause bringen, Geld, Essen. Die Frau ist ja zu Hause und putzt. Und eigentlich der Mann ist eigentlich für mich das Wichtigere. Ja. Ja, er lebt ja unseren Traum, das kann schon sein, von manchen. Ja. Hat er auch deinen Traum gelebt? Ich würde es wie er machen. Und was ist mit dem Traum von Geld? Wie kommt man da dran? Und Reichtum und Frauen und Autos? Ja, durch das Handeln. Alles Mögliche eigentlich. Das gehört zur Straße, das muss man machen, wenn man groß ist. Das gehört dazu. Ja? Ja. Und ich würde mir so auch mein Geld machen. Du würdest dein Geld so machen, wie es da in den Videos gesagt wird? Ja, ich würde es auch so machen. Wir fahren ans andere Ende der Stadt, nach Bonn-Beul. Hier gibt es Bonns einziges Rap-Projekt, das sich explizit gegen Gewalt und Gangsterpropaganda wendet. Direkt neben einem Schulkomplex. Geleitet wird es von einem ehemaligen Kriminellen, Mario Pavelka, Rappername Big Mac. Seine Spezialität, Rap-Aktivitäten mit Problemschülern zu entwickeln und kriminell gefährdete Jugendliche von der Straße zu holen. Dafür hat er ganz eigene Methoden, mit denen er aber nicht nur gut angekommen ist. Die Pädagogik ist immer so Streichelpädagogik. Ey, die brauchen einen dritten Arsch. Die Bewährung, ey, jahrelang Bewährung und wieder. Wenn die einmal einen richtig in den Arsch kriegen, dann hören die auch auf. Die wissen das mittlerweile bei mir. Wenn sie Leistung bringen, werden sie belohnt. Wenn sie keine Leistung bringen, war es das für die. Und viele haben aber auch gar keinen Bock mehr zu sagen, ey, ich will jetzt Scheiße bauen. Die Sozialarbeit oder die Sozialpädagogik in Deutschland ist gut in vielen Richtungen. Aber ich glaube, dass man noch keinen Weg gefunden hat mit uns,
uns meine ich viele Ausländer, Leute mit Immigrantenhintergrund, Leute, die in Deutschland aufgewachsen sind mit anderer Hautfarbe, die haben